Heute starten wir wieder richtig durch. Die erste Ausgabe der Börsenwoche MIG am Frankfurter Parkett gleich auf Aktienlust TV. Herzlich willkommen auf Aktienlust TV, ja zu unserer ersten Ausgabe der Börsenwoche in diesem Jahr. Für alle die uns noch nicht gesehen haben, Ihnen auch alles Gute im neuen Jahr. Natürlich auf ein besseres Jahr als das letzte, dass uns die Pandemie irgendwann in diesem Jahr verlassen wird und wir wieder Richtung Normalität gehen. Das wünschen wir uns ja alle. Ja, das hätte sich wahrscheinlich auch Donald Trump gewünscht, dass es weitergeht. Aber seine Tage sind nun doch gezählt. Natürlich darf man darüber streiten, ob es Sinn macht, Donald Trump den Twitter-Account zu sperren. Das ist eigentlich nicht etwas, was ich mir in einer Demokratie wünsche. Natürlich darf man auch darüber streiten, ob er seine Möglichkeiten missbraucht hat, eben in der Öffentlichkeit. Aber wie gesagt, ein sehr, sehr schwieriges Feld. Da gibt es Pro und Contra dazu. Natürlich denkt man auch in den USA weiter, wenn jetzt Donald Trump jetzt 4 Jahre Wahlkampf auf Twitter macht und permanent Unruhe verbreitet, ist das natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders. Wir bleiben dabei und da spreche ich auch für MIG natürlich. Wir haben seine Wirtschaftspolitik, also nicht alles, was er gemacht hat, war verkehrt. Im Gegenteil, einige seiner Maßnahmen haben der US-Wirtschaft ganz massiv geholfen und waren auch in Richtung China durchaus angemessen. Aber am Ende des Tages hat er einfach den Bogen überspannt und über das Ziel hinausgeschossen, was ja auch viele Republikaner dann dazu bewegt hat, sich dann doch von ihm abzuwenden. Jetzt ist die blaue Welle da. Ja, Donald Trump ist auch verantwortlich am Ende des Tages dafür, dass seine Republikaner die letzten beiden Senatsposten nicht ergattert haben, sondern dass die auch noch an die Demokraten gefallen sind. Aber ich mache mir da auch wenig Sorgen, dass jetzt wirklich Joe Biden alles Linksromantische irgendwie durchsetzen wird. Denn natürlich sind die Mehrheitsverhältnisse sehr, sehr eng. Im Grunde genommen hat die Hälfte für Trump, für die Republikaner und die andere Hälfte für Joe Biden und die Demokraten gestimmt. Und natürlich, in 2 Jahren sind dann die Midterm-Wahlen, da kann sich die Mehrheitsverhältnisse dann wieder in den Häusern ändern. Und das weiß auch Joe Biden, von daher wird er natürlich einen Teufel tun, jetzt irgendwelche Steuererhöhungen durchzusetzen. Das ist auch aktuell alles andere als angebracht. Vielmehr denke ich, dass er sogar noch einen draufsatteln wird. Er wird noch mehr Stimuluspakete auf den Weg bringen. Die 2.000-Dollar-Schecks sind ja schon vorbereitet. Also die US-Wirtschaft in Gang bringen. Er wird natürlich auch die Annäherung Richtung Europa suchen. Wahrscheinlich auch etwas einen gemäßigteren Ton Richtung China einschlagen. Und das ist etwas, was der Börse ja auch per se wieder guttun wird. Ja, die ersten 5 Handelstage liegen hinter uns und die fielen unter dem Strich positiv auf. Der Auftakt war ja noch schlecht, der erste Handelstag, da ging es ja nach Allzeithoch erst nochmal runter, aber dann haben sich die Märkte wieder gefangen und haben auch die erste Handelswoche positiv beendet. Und das ist ein wichtiger Indikator aus statistischer Sicht. Wenn die ersten 5 Handelstage positiv enden, endeten über 90% der Fällen auch das Gesamtjahr positiv. Und das ist ja auch unsere Erwartung an dieses Jahr, dass es mit den Börsen weiter nach oben geht. Denn die Rahmenbedingungen für Aktien könnten kaum besser sein. Aber natürlich wird es nicht geradlinig sein. Ja, das thematisieren wir ja immer wieder. Es kann sogar schon sein, dass wir im Januar irgendwann mal, dass da die Luft erstmal rausgeht, dass man auch wieder mal Gewinne mitnimmt, dass wir uns auch wieder mal Richtung ja, der alten Widerstands- oder jetzigen Unterstützungszonen orientieren. Natürlich ein Crash, den sehe ich aktuell nicht. Ich wüsste nicht, wo der herkommen sollte, weil, wie gesagt, die Weichen eigentlich eher positiv für die Märkte gestellt sind. Aber Korrekturen wird es geben, auf die sollte man sich auch vorbereiten. Und wie schnell das gehen kann, das haben wir heute Morgen beim Bitcoin gesehen. Da ging es in der Spitze mal locker 15-20% in den Keller. Jetzt stabilisiert sich die Kryptowährung wieder. Aber das kann natürlich mal schnell passieren. Auch am Aktienmarkt, die Abstände zur 200-Tage-Linie sind in allen wichtigen Indizes einfach immens groß. Ja, jetzt werde ich mit dem MIG noch über die aktuelle Situation an den Märkten sprechen. Ja, wir haben uns ja auch schon, lieber MIG, in der Börsenshow gesehen. Ja, wir haben den Auftakt gemacht, aber jetzt gilt es wieder, den Blick auf die Börse zu lenken.
Vollkommen richtig, Jürgen. Wir haben uns ja bereits letzte Woche ein gutes, ein frohes und ein gesundes neues Jahr letzte Woche Donnerstag gewünscht, als wir ja den Auftakt für dieses Jahr 2021 mit unserer Börsenshow am Donnerstagabend um 19 Uhr live hatten. Da geht es ja diese Woche dementsprechend weiter. Aber jetzt gilt es natürlich ganz klar, auch mal wieder Präsenz zu zeigen, mal wieder die Börse von innen zu besuchen und natürlich unsere Zuschauer auf das Wesentliche, natürlich an Terminen, an Konjunkturdaten, überhaupt an Zahlen, Daten und Fakten natürlich einzustimmen. Und dahingehend muss man sagen, die letzte Woche war ja eine gute Börsenwoche, ja. Der Leitindex, der DAX, hat ein neues Rekordhoch aufgestellt bei 14.131 Punkten. Das hat er zwar am Freitag nicht halten können, da lagen wir bei 14.049, aber immerhin ein Wochenplus von 2,4%. Und auch der Dow Jones Komoot über der Marke von 31 Punkten bei 31.099. Das war auf Wochensicht 1% plus. Und auch die Nasdaq hat sich nicht lumpen lassen. 13.104, der Schlusskurs vom Freitag. Und das, obwohl wir ja in den Vereinigten Staaten tatsächlich politisches Chaos hatten, mit halt eben Sturm auf das Kapitol von den Anhängern von Donald Trump. Und das hat natürlich weltweit tatsächlich für Entsetzen gesorgt. Da könnte es dann heute durchaus dazu kommen, Jürgen, dass man ein sogenanntes Impeachment-Verfahren, eine sogenannte Amtsenthebung, dann doch noch gegenüber Donald Trump einläutet, obwohl ja am 20. Januar die Übergabe sein soll. Das heißt, der neue Präsident wird ja dann in den Vereinigten Staaten Joe Biden heißen. Also müssen wir uns heute dementsprechend überraschen lassen. Ja, die Amtsübergabe am 20. Januar. Donald Trump wird ja nicht dabei sein. Wahrscheinlich gründet er seinen eigenen Twitter-Kanal. Aber politisch gesehen läuft ja jetzt alles Richtung Demokraten. Die haben in Georgia noch einen wichtigen Sieg errungen. Ja, Joe Biden konnte ja auch letzte Woche dann doch noch durchaus erreichen, Entschuldigung, dass er jetzt nicht nur im Repräsentantenhaus, sondern auch im Senat alle Kräfte vereinigen kann. Das heißt, die Demokraten können jetzt einen sogenannten Durchmarsch machen. Das heißt, in den Vereinigten Staaten hat man einen sogenannten Clean Sweep. Das heißt, man muss jetzt nicht großartig hier die Republikaner abwarten, welche Meinung die haben oder ob die tatsächlich die Verfahren stören könnten. Nein, man hat jetzt tatsächlich in beiden Kammern die Macht und das sollte natürlich Joe Biden und Kamala Harris tatsächlich zu Pass kommen und natürlich eine Regierung in den nächsten 4 Jahren dann doch massiv erleichtern. Vor allen Dingen, wo Joe Biden ja auch ganz klar gesagt hat, er will jetzt nochmal dann ein Billionenhilfspaket in die Hände nehmen, um halt eben Konjunktur und Wirtschaft und vor allen Dingen natürlich den Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten zu stützen. Ja, das muss er auch, denn wir haben ja letzte Woche Freitag die Arbeitsmarktdaten aus den USA bekommen. Ja, und da waren ja 140.000 Jobs mehr oder minder weggefallen. Gerechnet hatte man hier mal gerade mit 71.000 von Analystenseite aus. Also, da wartet man natürlich jetzt ganz klar auf die Hilfe von Joe Biden. Am 20. Januar soll er ja vereidigt werden und da kann ich mir vorstellen, dass es dann auch mit den Billionen Dollars relativ schnell in den Vereinigten Staaten zur Sache geht. Ja, Mick, wenn wir jetzt den Blick nach Deutschland werfen, das sah es ja zuletzt von den Wirtschaftslagen gar nicht so schlecht aus, trotz Corona, trotz der Lockdown-Maßnahmen. Trotz Lockdown, trotz Shutdown muss man sagen, wir haben ja letzte Woche die Industriedaten hier aus Deutschland bekommen für die Wirtschaft. Ja, die Wirtschaft Zuwächse zu vermelden. Zuwächse im Export und auch in der Produktion. Und das haben wir vor allen Dingen an den positiven Novemberzahlen gesehen. Da sehen wir also eher eine aufwärtsgerichtete Dynamik. Also da muss man ganz klar sagen, da hat Corona und die Pandemie noch lange nicht so heftig zugeschlagen. Ja, zudem wir halt eben auch nach wie vor noch halt eben stützend die Corona-Impfkampagnen hier innerhalb des Marktes sehen. Die bewirken natürlich auch ein positives Denken und dass den Menschen so ein bisschen die Angst und die Ängste
genommen werden. Ja, und letztlich haben wir ja auch noch immer die Notenbanken an unserer Seite. Ob nun die EZB mit Christine Lagarde oder halt eben auf der anderen Seite in den Vereinigten Staaten Jerome Powell und die Federal Reserve, die ja alles dafür tun werden, um die Konjunktur, die Wirtschaft und die Arbeitsmärkte dementsprechend zu stabilisieren und natürlich auch halt eben aufzumuntern. Das heißt also hier Kraft und Stärke zu geben. Die Frage natürlich, aber die haben wir an der Börse immer, wie viel Optimismus ist da aktuell eingepreist? Natürlich kann es auch hier immer wieder mal zu kurzen, kleineren Kursrücksetzern kommen, dass da mal Kasse gemacht wird. Ja, schauen wir direkt mal auf diese Woche, Jürgen. Bisschen was haben wir ja. Heute zum Beispiel dann Zahlen von TeamViewer und von FedEx DEGIRO. Und am Freitag geht es dann ja so richtig los mit der Quartalsberichtssaison in den Vereinigten Staaten. Traditionell ja mit den großen Finanzhäusern, das heißt am Freitag JP Morgan, Citigroup und auch Wells Fargo werden dann ihre Zahlen offenlegen. Also das dürfte natürlich äußerst interessant für den Markt sein, ob die Banken denn tatsächlich auch Geld verdient haben. Danke dir, lieber Mick, für deine Ausführungen. Wir sehen uns ja dann am Donnerstag wieder. Da läuft schon die nächste Ausgabe unserer Börsenshow. Ja, wir haben ja zwischen den Jahren mal 3 Wochen Pause gehabt. Jetzt legen wir wieder los am Donnerstag nochmal im Wochenrhythmus. Dann alle 14 Tage unsere neue Börsenshow auf Aktienlust TV. Am Donnerstag freuen wir uns auf Birgit Schrowange, die beliebteste, bekannteste deutsche Fernsehmoderatorin. Ja, sie investiert selbst ganz, ganz eifrig in Aktien. Ja, und wird auch nicht müde, das in Diskussionen, in Talkshows auch, ja, dem Publikum, ja, mit auf den Weg zu geben, sich selbst mit der Aktienanlage zu beschäftigen. Und ihr liegt vor allen Dingen am Herzen, dass sich auch die Frauen mehr mit der Börse beschäftigen. Da freuen wir uns drauf, am Donnerstag dann live ab 19 Uhr bei uns in der Börsenshow. Ja, wie Sie es gewohnt sind, an dieser Stelle werfen wir auch noch einen Blick auf ein paar Charts, auf die wichtigsten, fangen mit dem DAX an. Ja, wie gesagt, der DAX auch zu Jahresbeginn weiter nach oben gestrebt, die 14.000 Punkte zwischendurch geknackt und das ist natürlich schon ein Long-Signal. Wir haben ja immer den DAX ein bisschen als so diese Turnaround-Spekulation des Jahres insgesamt. Wir haben natürlich die Autowerte im DAX, da ist viel Luft noch nach oben. Wir haben Aktien wie Fresenius, wie Bayer, BASF, ja, die ja so wirklich nicht aus dem Keller kamen, die Versorger, die Deutsche Telekom. Also da ist viel Luft nach oben, das sich in diesem Jahr noch entwickeln könnte. Klar ist aber auch, wenn es insgesamt an den Märkten mal zu einer Konsolidierung kommt, dann wird sich auch der DAX davon nicht lösen können. Aber im Anschluss daran, vor allen Dingen, wenn wir wirklich ein Ende der Pandemie absehen, da könnte es hier wirklich zu fulminanten Bewegungen kommen. Also wir haben den DAX hier ganz klar positiv im Blick. Ja, in Amerika, der Dow Jones, das gleiche Bild wie im alten Jahr. Es geht gleich knackig weiter nach oben. Schlusskurs am Freitag über 31.000 Punkte. Der Abstand zur 200-Tageslinie natürlich immens, die notiert noch knapp unter 28.000. Also da baut sich natürlich momentan so eine überkaufte Marktlage auf, die irgendwann auch mal wieder korrigiert wird. Wie gesagt, ein Crash oder irgendwie eine Megakorrektur erwarten wir nicht. Sollte es nicht so wirklich einem externen Ereignis kommen, was aktuell noch niemand auf dem Schirm hat. Aber natürlich, wie gesagt, 2 Schritte vor, 1 Schritt zurück. Das ist das Tempo, was wir in diesem Jahr erwarten. Und den Schritt zurück, den passt man natürlich am besten ab, indem man die Euphoriephase jetzt wieder mal ein bisschen nutzt, ein bisschen Cash aufzubauen. Das gilt natürlich umso mehr für den Technologiesektor. Ja, da ist ja nach wie vor ein bisschen auch Rotation, das finde ich gut. Also das dämpft natürlich auch das Korrekturpotenzial. Es gibt Aktien, die schießen weiter nach oben, wie zuletzt eine Baidu. Da haben wir sowieso dieses Turnaround-Potenzial gesehen. Das geht eigentlich noch in Ordnung. Bei Tesla, gut, ich will das fast nicht wieder aufmachen. Das ist fast schon Religion. Da ging es ja auch wieder um 8% nach oben am Freitag. Also das sind natürlich Aktien, die ziehen, während die klassischen Schwergewichte da ein bisschen Pause machen. Insgesamt aber auch hier ganz klar sind wir ein bisschen im Übertreibungsmodus, wo man auch mal ein bisschen vorsichtig sein kann. Ja, selbst in Japan stehen die Börsenampeln auf grün. Ja, da hat man ja ein Mehrjahreshoch nicht nur erzielt, sondern auch kräftig ausgebaut. Und eigentlich ist der Weg zum Allzeithoch aus dem Jahr, wohlgemerkt 1989, nicht mehr allzu weit entfernt.
Damals waren wir bei 40.000 statt aktuell 28.000 Punkte im Nikkei. Der Hang Seng, ein wichtiges Kaufsignal generiert, ist aus dem Abwärtstrend nach oben ausgebrochen, notiert jetzt knapp im Bereich von 28.000 Punkte. Klar, jetzt haben wir erstmal die chinesische Neujahrswoche, da sind ja die Börsen großteils still, danach wird man weitersehen. Zuletzt heute Wirtschaftsdaten aus China ein bisschen enttäuschen, was die Autoabsätze anging, aber per se die letzten Konjunkturdaten zeigen einfach, dass die Wirtschaft im Reich der Mitte eigentlich wieder läuft. Und wenn jetzt die Weltwirtschaft irgendwann mal nachzieht, kommt das China ja zusätzlich zugute. Ja, ein bisschen einen Gang rausgenommen hat auch der Goldpreis. Ja, nachdem er ja einen sehr starken Jahresstart genommen hat, ging es zuletzt zurück. Hing auch mit dem wieder festeren Dollar zusammen. Der hat sich ja erholt. Aber grundsätzlich ist hier die Richtung noch in Ordnung. Wir haben ja diesen Rücksetzer gehabt, knapp unter die 200-Tage-Linie. Die notiert mittlerweile bei 1811. Und ich denke, wenn wir dieses Tief nicht mehr unterschreiten, dann ist die Welt beim Goldpreis in Ordnung. Und per se glauben wir daran, dass Investoren auch wieder verstärkt Gold suchen werden als Sachwert. Denn eines ist klar, Joe Biden, die Demokraten, die werden eher eine expansive Geldpolitik fahren, die noch extremer ist als die der Republikaner. Und per se, wenn ich einfach Geld vermehre, wenn ich Geld entwerte, dann kommt das Gold als Krisenwährung zugute. Von daher glauben wir fest daran, dass der Goldpreis in diesem Jahr die 2.000-Dollar-Marke und eher Richtung 2.300 bis 2.500 Dollar steigen kann, als dass er weiter zurückfällt. Das war's zum Start in die neuen Börsenwoche von mir. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Jürgen Schmidt.